Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tampi, mit einer weiteren Folge zu Hunter Call of the Wild. Ich habe eine Mission. Und zwar Reise zu den kranken Wisenten in Ernstdorf. Da bin ich jetzt. Und ja, die sind irgendwie krank. Und wenn sie Kinder bekommen, dass die Kinder irgendwie nicht überlebensfähig sind. Deswegen soll ich jetzt zwei Wisente schießen, glaube ich, irgendwie. Allerdings schieße ich alle, wenn ich alle sehe. Ich mehrere sehe. Ja, und ich soll halt in dieses Gebiet hier hoch. Auf diesen Hochsitz da. Die werde ich mir mal aufbauen. Ja, und mal gucken, was dann so passiert. Und ihr seid live dabei. Ja, ich bin extra früh los, weil die Tiere, ja, die sind zwar den ganzen Tag aktiv irgendwie, aber morgens sind die wohl am besten anzutreffen. Und extra schönes Wetter ausgesucht. Keine Autos, nein. Ja, mal gucken, ne? Rechts, links, ob da Autos kommen. Hat man schon als Kind gelernt. Das hier runter. Hier sind Spuren. Die sind. Wieso kann ich die Spuren nicht sehen? Muss ich die Lampe noch anmachen? Okay. Die sind genau da, wo ich hin soll. Ja, ungefähr. Auch die laufen genau dahin, wo ich hin soll. Und da ich ja auch leise laufen kann, wie man sehen kann, wenn ich nicht gerade irgendwelche Gebüsche streife. Und der Regen hilft mir auch noch. So, wie weit ist das noch? Okay. Die immer durch die Gebüsche gehen, ey. Trabend. Ja, auf jeden Fall werde ich mir die Hütte da gleich aufbauen. Und Wisente kann ich leider nicht anlocken. Die Schritte höre ich noch keine. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten sind sie. Da läuft der erste weg. Der war nicht so gut. Aber zumindest schon mal angeschossen. Laufe ich erstmal schnell dahin. Nicht, dass du mich angreifst hier, Junge.
Und mal das Ding auf Bau. Und dann warte ich einfach, weil die kommen erst wieder zurück. Ja, super Regen, jetzt kann ich nichts sehen. Aber einen haben wir schon mal, denke ich. Mal kicken. Kann ich da was erkennen? Ne, ich denke mal, der liegt da irgendwo hinter der Böschung. Ja, ich habe extra so früh geschossen, nicht weil ich jetzt schießgeil bin, sondern je weiter man weg ist, desto weniger verscheucht man halt die anderen Tiere. Und die Chance ist dann halt größer, dass die nicht so weit weglaufen und halt dann wiederkommen. Was leuchtet da hinten denn? Ah, die Sonne. Die Sonne kommt, die Sonne kommt. Ja, ich würde mal sagen, wenn besseres Wetter ist und irgendwie was sichtbar ist, dann blende ich wieder ein. So, solange nichts passiert hier. Ich werde jetzt mal den Burschen hier hinten noch mal gucken, ob der tot ist. Was ist das? Oh ne. Dann gehe ich noch mal zurück. Weil der kommt bestimmt gleich. Kann ich nochmal schnell aufnehmen. Okay. Was ist das? Da ist doch einer, oder? Ist das ein Wildschwein? Das ist ein Wildschwein, ne? Kann ich aktivieren irgendwie? War das eben ein Wildschwein? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Also wie sehen Sie das nicht aus? Hol ich mit der Krümmung weiter ran? Nee. Das ist ein Wildschwein, ne? Ah, ich denke, dass das ein Wildschwein ist. Ja, ich habe die Spur doch aufgenommen. Was ist das da für ein Scheiß?
Ja, da war der Kohl doch ein Wildschwein anstatt. Und wie denn? Hey, ich habe zweimal das Schleichen geskillt, ne? Durch Büsche und durch Gras. Erst durch Gras und dann durch Büsche. Wieso mache ich immer noch Geräusche? Und wenn ich mal über Berge und Täler hüpfte, mache ich gar keine Geräusche. War schon kurios irgendwie. Ja, das ist Herr Wildschwein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist noch mehr los. Das Wildschwein will ich jetzt nicht. Hey, wieso mache ich so viel Lärm? Es ist unglaublich, echt. Also ein Bulle ist auch dabei. Da ist der Blutfleck. Mittel, er liegt auch hier irgendwo. Wildschwein. Da hinten liegt er. Oh, da sind die Wiesente. Dann soll ich den auch gleich mal verbraten. Wo bist du? Hey, dieses Skop ist komisch. Noch ein Tier oder nicht? Ich meine, ich hätte da noch ein Tier gesehen. Klar, da steht auch einer oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Durch die Büsche durch. Hauen sie alle ab. Mal langsam ranpirschen. Ja, Wildschwein. So, das erste. Und der zweite Hit. Da hinten sind die, oder? Tödlicher Treffer. Wenn der mich wieder sieht, ist er böse.
So voll aggressiv. Wie immer ins Leder. So, wo bist du, Junge? Wo bist du? Aber welcher ist wer? Ich schieße einfach mal hier drauf. Nimm natürlich gleich mein Scope ab. Da liegt die erste. Okay, this will go far in containing the spread of the disease. Thanks a lot. Bitte, bitte. It seems that word has spread on your work with the bison. Maybe you've heard of Marvin Tressler? He owns a company called Star Hunting Tours and hosts clients who come out to the reserve to hunt our big population of wild boar. He was grateful for your work with Dr. Bondotti in containing the disease. As a result, it did not spread to the boar population. He asked me whether you might be interested in assisting him as well. Okay. The wild boar population is concentrated in the northern parts of the reserve, but they sometimes move south, and Zomel is not happy about it. You see, they have a fondness for Zomel's crops. Tressler and Zomel have been at each other's throats about the boars lately, and if you could help out by creating some hunting pressure at the crop fields, that would really help defuse the situation. Yeah. For now. Schau ich mir an, später. Ein Wiesent will ich noch abknallen hier. Haha. Wo seid ihr? Dich will ich nicht. Head to the fields in Rittestein and Mühlewald to get started on the hunting pressure. Ja, mache ich ein anderen Mal. Ich suche jetzt erstmal meinen angeschossenen. Sind. So, hier packe ich mal mein Scope wieder rauf. Wie kann man so weit laufen? Da liegt es doch. Ja, Leute. Die zweite Wiesent-Quest erfolgreich gelöst. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen weiterjagen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Den zeige ich euch noch schnell hier. Oh, schön großes Tier. Bronze. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Moin, moin.